Guten Abend, schön, dass Sie wieder dabei sind, hier auf Ihrem Lieblingssender TV Berlin zu Ihrer Lieblingssendung The European TV. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, Bernhard Lütke-Möller. Guten Abend. Guten Abend. Ich muss verraten, das ist der erste Gast, mit dem ich mich hier duze, weil wir nicht nur befreundet, sondern verwandt sind. Ich kann gar nicht mal genau sagen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis wir stehen. Deine Oma war eine Schwester meiner Mutter. Das stimmt, das soweit habe ich auch recherchiert. Aber eigentlich haben wir mal gesagt, wie gesagt, seine Mutter war die jüngste Schwester meiner Großmutter mütterlicherseits. Und wir haben dann früher immer gesagt, das sind unsere Großtanten und eine seiner Schwester ist jünger als ich. Das fanden wir als Kind immer sehr niedlich, dass wir eine Tante hatten, die jünger war als wir. Ja. Mein Bruder hat aber recherchiert und hat gesagt, nein, in dem Verwandtschaftsverhältnis sei man Großcousin oder Großcousine. Sicherlich richtig. Wir sind Großcousins. Also werden wir uns heute weder als Cousin noch als Onkel und Tante, als Onkel anreden. Aber ich freue mich, Bernhard Lütke-Möller, ein gerade in den Ruhestand gewechselter katholischer Pfarrer, der aus Westfalen, wo er tätig war, nach Berlin gekommen ist. Also auch willkommen in Berlin. Dankeschön. Kurz vor Ostern, Austritte in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen, aber gerade auch im Moment stark aus der katholischen Kirche, Diskussion über Missbrauchsskandal, eine seit Jahren sicherlich schwächelnde Bindung der Menschen an Religion, zumindest an die christliche Religion. Ist die Kirche in einer Krise? Ja, das kann man ohne Umschweife sagen. Und ich würde sogar behaupten, dass sie dreifach in einer Krise ist. Das eine ist eine inhaltliche Krise, weil mir scheint, dass immer weniger Menschen ihr Leben im Zusammenhang mit oder in Dimensionen mit Gott sehen und dann sagen, ich glaube nichts, mir fehlt nichts. Das ist natürlich ein Phänomen, das es überwiegend in unserer westlichen Gesellschaft gibt, aber nichtsdestotrotz ein sehr ernstzunehmendes Problem. Denn wenn die Gottesbeziehung als fundamentale Dimension des Glaubens fehlt, dann ist alles Weitere obsolet zu diskutieren. Und das Zweite... Ich komme gleich auf den ersten Punkt nochmal zurück, aber ja, erst nochmal den zweiten und dritten Punkt der Krise. Der zweite Punkt, den hattest du auch schon angesprochen, ist natürlich die aktuelle Situation, das Stichwort Missbrauchsskandal seit einigen Jahren, nicht nur in der katholischen Kirche, aber da am stärksten erstmal auch in die Öffentlichkeit gekommen. Im Moment Corona, der Glaube will Menschen zusammenführen, das genau geht nicht. Und von daher sind wir also sozusagen situativ in einer Krise. Und das Dritte scheint mir perspektivisch zu sein, denn wir leben in einer Gesellschaft in der Bundesrepublik, in der wir aktuell gerade noch 52% der Bevölkerung christlich, Mitglieder einer christlichen Kirche sind, sei es Kirchen der Reformation oder katholische Kirche. Das sinkt aber kontinuierlich und in spätestens 2-3 Jahren werden wir die 50%-Marke unterschreiten. Und in einem demokratischen Gemeinwesen wird das über kurz oder lang sicher auch politische Konsequenzen haben. Also in der Tat dann eine ernste, schwierige Krise. Ich trage gerade mal zwei Zahlen nach, die du inhaltlich schon genannt hattest. Im Moment haben wir noch 20,7 Millionen evangelische Christen und 22,6 Millionen katholische Christen in Deutschland, also in der Tat etwas über 50% der Bevölkerung. Kirchenaustritte, das hast du auch angesprochen. 2019, das war im Grunde aber noch vor Diskussion über Wölki, nicht vor den Diskussionen über Missbrauchsskandale, da hatten wir nach langer Zeit zum ersten Mal mehr Austritte aus der katholischen Kirche, nämlich 272.000, als aus der evangelischen Kirche 270.000. Kein großer Unterschied, aber gibt es da einen Trend, dass durch Missbrauchsdebatten die katholische Kirche noch stärker jetzt in die Krise rutscht, als du es insgesamt fürs Christentum gerade analysiert hast? Das ist ganz schwierig zu beantworten, denn ich glaube, die Kirchenaustritte sind auch nur die Spitze eines Eisbergs. Auch da erlebe ich es zumindest so, dass in der Regel über Jahre die Bindung an die Kirche bei den Menschen abgenommen hat und der Austritt sozusagen der letzte Schritt ist, der dann unter Umständen nur noch einen Anlass braucht.
Vielleicht auch aus Gründen von Steuerersparnissen, gerade jetzt in Zeiten wirtschaftlich schwierigerer Zeiten, wegen Corona, Kurzarbeit, Massenentlassung. Es soll Steuerberater geben, die ihren Klienten raten, treten sie aus der Kirche aus, dann können sie noch ein paar hundert Euro sparen. Ich glaube, die grundlegende Dimension ist noch schwieriger, weil das geht ja bis in die Mitte der Gemeinden da rein. Auch Leute, die religiös gut sozialisiert worden sind, sind ins Grübeln geraten angesichts der Missbrauchsskandale, die seit 2010 etwa sukzessive immer mehr aufgedeckt worden sind. Und wenn die schon anfangen, sich unwohl zu fühlen und unsicher zu fühlen, dann erst recht die Leute, denen diese Sozialisation fehlt. Und da ist es in Deutschland aufgrund der geschichtlichen Lage natürlich sehr unterschiedlich zwischen den Ländern des Südens, Bayern etwa, oder auch Nordrhein-Westfalen ist erstaunlicherweise ein ziemlich katholisches Land. Saarland sehr stark. Und eben den östlichen Bundesländern, die ja nun zwei Diktaturen hintereinander erlebt haben, die nicht gerade kirchenfreundlich waren. Wir machen jetzt zwischendurch aber eine ganz kleine, nicht Unterbrechung, aber einen Themenwechsel, in dem wir zwischendurch mal, man soll ja auch fröhlich sein, im Glauben spielen. Die Zuschauer kennen es vielleicht schon. Bernhard hat mir erzählt, dass er es auch schon gespielt hat, Jenga. Ja. Das heißt, möchtest du anfangen, wenn du es kannst? Das ist klar. Wir müssen den Turm durch das Herausziehen oder Schieben von Klötzchen nach oben erweitern. Dadurch wird er höher, aber natürlich auch immer instabiler und es ist wie im Leben. Wenn man einen rauszieht, bleibt eine Lücke und man kann trotzdem das Ganze nicht unendlich weiterbauen. In der Tat, da sind schon manche gescheitert. Jetzt machen wir jeder noch einen und dann komme ich nochmal zurück. Du hattest eben das Thema bei der Feststellung der Krisen, der Symptome der Kirche oder der Ursachen der Krise darauf hingewiesen, dass Menschen heute vielfach den Eindruck haben, ich glaube nicht, aber mir fehlt es auch nicht, in einer durch und durch rationalisierten und rationalen Gesellschaft. Papst Benedikt hatte einmal 2015, da gab es mal die Kontroverse um seine Regensburger Vortrag. Da hat er aber gesagt, es gibt zwei Pathologien in der Welt. Das eine ist die Pathologie der Religion, die ihre Vitalität verliert, wenn sie glaubt, ohne Vernunft, ohne Wissenschaft auszukommen. Das wurde eben als anti-islamisch unterstellt. Das wird auch im Blick gehabt haben, den Islam, und das andere sei die Pathologie der Vernunft, die glaubt, ohne Religion auszukommen. Beides bedinge aber einander. Das heißt, Glaube und Vernunft, Glaube und Wissenschaft müssen zusammengeführt werden. Gelingt das oder ist das immer schwieriger, je aufgeklärter wir werden? Ist quasi der Verlust des Glaubens der Preis für die Aufklärung? Naja, der Begriff Pathologie auf beiden Seiten zeigt ja an, dass es Systeme sind, die gesund sein können, aber die auch krank sein können und dass eben es ein Anzeichen von Fehlerhaftigkeit ist, von Krankheit ist, wenn Vernunft meint, ohne die religiöse, die spirituelle Dimension auskommen zu können. Und dass es genauso ein Fehler, eine Krankheit ist, wenn der Glaube meint, er könnte auf das Durchdenken der Glaubensthematik verzichten. Theologie, die Wissenschaft von der Lehre von Gott, will ja gerade das Ganze denkerisch durchdringen, weil unser Glaube letztendlich der Vernunft standhalten muss, wenn er tragfähig bleiben soll. Hat denn die Kirche Rezepte, um das wieder in Einklang zu bringen? Oder kapituliert man ein Stück vor der Moderne, dass man sagt, es ist so, den Leuten fehlt nichts, wenn sie nicht glauben? Auch das ist wieder eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Sonst würde ich sie selbst beantworten, wenn es leicht wäre. Ja, schön. Natürlich hat insbesondere die katholische Kirche sich schwer getan, am Anfang des 20. Jahrhunderts aufklärerische Bewegungen zu akzeptieren. Natürlich hat sie sich schwer getan, vernünftige Argumente auch gelten zu lassen, wenn es scheinbar Widersprüche gab zum Glauben.
Mittlerweile allerdings scheint mir, und das ist leider kein Patentsrezept, dass es immer wieder der tägliche Kampf aufs Neue ist, die beiden miteinander zu versöhnen. Weil die Tendenzen in beiden Bereichen gehen natürlich dahin, einen Closed Shop zu machen, das abzuschließen und zu sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Brücke zu schlagen ist das Spannende, aber auch das, was letztendlich nur zum Ziel führt. Bitte noch einmal ein Klötzchen nach oben. Wenn der Tisch nicht so wackeln würde. Ja, das sind halt die Schikanen, die man eingebaut hat, damit es für den Zuschauer auch noch ein bisschen dramatischer wird. Also bleiben Sie dran, irgendwann wird das hier möglicherweise kippen und Sie können sagen, Sie sind dabei gewesen. Also souverän. Guck mal ganz unten. Ja, schön. Am Fundament kratzt, muss ich nicht wundern, wenn es einschwert. Das war jetzt aber kein Spruch aus der Bibel, sondern eine Beobachtung im Alltag. Ich hatte immer den Eindruck, und die Frage werden wir vielleicht jetzt gar nicht mehr ganz beantworten können vor der Werbepause, dass die katholische Kirche immer noch stärker so dieses Transzendente hatte, weil sie viel stärker mit Gesang, mit Weihwasser, mit Weihrauch und Weihwasser umging, während es bei der evangelischen Kirche doch immer etwas tagespolitischer wirkte. Rationaler zugeht. Natürlich, Martin Luther hat gesagt, sola scriptura, allein das Wort der Schrift ist Maßstab. Deswegen sind unsere katholischen Gottesdienste immer auch ein Stückchen symbolhafter beladen. Aber seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben auch wir die eminente Bedeutung des Wortes Gottes, des biblischen Wortes wiederentdeckt, muss man sagen. Und ich glaube, dass wir eigentlich so vielfältig und so bunt aufgestellt sind, dass man sowohl tagespolitische Konsequenzen innerhalb der katholischen Kirche aus dem Glauben ziehen kann, wie aber auch sich ins Spirituelle verlieren könnte. Aber das wäre eben wirklich auch ein Verlieren. Wir gehen gleich nochmal auf das Zweite Vatikanische Konzil. Sie wissen das alle zu Hause, 1967. Ja, da war es schon längst zu Ende. Da war es zu Ende bis 67. Ja. Gehen wir doch mal ein bisschen auf die Folgen davon. Jetzt werden wir hier noch einmal ein Klötzchen ziehen und dann ist die Werbepause. Sie bleiben bitte dran. Es geht gleich weiter in unserem Gespräch. Und dieses Klötzchen wird Bernhard sehr souverän nach oben bringen. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Bernhard Lütke-Möller, gerade in den Ruhestand gewechselter katholischer Pfarrer. Bleiben Sie bitte dabei. Schön, liebe Zuschauer, dass Sie noch da sind. Zweiter Teil des Gesprächs mit Bernhard Lütke-Möller, katholischer Pfarrer im Ruhestand. Und nebenbei, wir waren eben nicht ganz einig, mein Großcousin oder mein Großonkel auf jeden Fall ist seine Mutter, die jüngste Schwester meiner Großmutter mütterlicherseits gewesen. Die älteste Schwester meiner Mutter war. Ja. Genau. Und da liegen 18 Jahre dazwischen. Und seine Mutter wird keinen hier interessieren. Ich sage es trotzdem, war meine liebe Patentante. Okay. Wir waren gerade beim Thema Zweites Vatikanisches Konzil, Modernisierung der Kirche. Damals hat man ja auch unter anderem den Abschied vom lateinischen Ritus in der Kirche vollzogen? Nein, hat man nicht. Man hat für die Muttersprachen geöffnet. Also das Latein ist nie ganz aus der Kirche verschwunden. Es ist zwar faktisch die Erfahrung, so als sei es verschwunden, aber es war weder Absicht noch Praxis noch Vorschrift aus dem Konzil folgend, dass es die lateinische Sprache nicht mehr gäbe. Fakt ist natürlich, dass Leute eher dabei sind, wenn sie sich muttersprachlich auch wiederfinden, wenn sie die Texte, die im Ritus vorkommen, dann auch verstehen. Mhm. Und ansonsten ist, glaube ich, heute die Mentalität sehr schnell da. Ich verstehe nichts, ich schalte ab, wie bei Fernsehsendungen. Also, ich habe ja auch kein Plädoyer dafür halten wollen, zurück zum lateinischen Ritus zu kehren. Weil du Abschied sagtest. Das war dann in der Tat eine Fehlinformation. Jede Sendung lohnt sich auch für mich. Aber jedenfalls ist danach der lateinische Anteil in Kirchen, in Gottesdiensten deutlich geringer geworden. Ja. Was sicherlich gut ist, weil es zugunsten eben der Muttersprache gekommen ist. Aber
Das ist doch nochmal meine Frage, die ich auch vorher schon mal gestellt habe. Verliert die Kirche, hat die Kirche in den letzten Jahren zu viel so an Geheimnisvollem, an Transzendentem, an dem verloren, was wir nicht direkt mit Händen greifen können und nicht als Ingenieure und so weiter ausmessen können? Ist da etwas dran? Das gilt natürlich fürs Leben insgesamt, dass in dem Augenblick, wo wir alles nicht unmittelbar fassbare, alles unmittelbar rationale streichen oder ausblenden, dass da unser Leben ärmer wird. Und überall da, wo das auch in der Kirche geschehen ist, glaube ich auch, dass da eine gewisse Verarmung zu konstatieren sein könnte, wenn einem daran gelegen ist. Gleichzeitig aber eine letztendlich nie auszulotende Tätigkeit darin bestehen muss, das Ganze zu vertiefen. Hm. Weil Beziehungen zwischen Menschen, die vom Glauben getragen werden, aber auch alle anderen Beziehungen, sind natürlich in sich ein Geheimnis, das nie ganz auszuloten ist. Und nicht nur, weil uns die Menge der Fakten überfordern würde und die Welt einfach zu komplex ist, sondern weil auch mit dem Leben umzugehen kaum möglich ist, wenn wir nicht diese Dimension, die des Geheimnisvollen, des Staunenkönnens, das ist der erste Schritt zum Glauben übrigens, wenn wir die einfach nicht wahrhaben wollen, wenn wir die ausblenden. Glauben heißt ja in der Tat nicht wissen. Das ist ein schönes Sprichwort, das sagt mein Bruder auch immer. Aber genau da, an dem Punkt kommen wir dann nicht zur Versöhnung von Glaube und Wissenschaft, was wir am Anfang angesprochen haben. Wenn Glaube nicht Wissen ist und das einander ausschließt, dann kriegen wir die Brücke nicht mehr hin. Ja, nicht ausschließen, aber wäre es nicht zu leicht, wenn man es wüsste, wenn man also quasi die Existenz Gottes beweisen könnte, die Menschwerdung Jesu beweisen könnte, die Auferstehung von den Toten beweisen könnte, wäre es dann nicht so leicht, dass jeder sagen würde, klar, ich bin dabei, ich komme zurück zu dem Verein oder ich trete da ein, muss nicht quasi ein Rest an Unsicherheit da sein, damit man eben glaubt und nicht weiß? Das würde ich für die Frage der Existenz Gottes sofort bejahen. Also Gott beweisen zu können, hieße ihn zu entgöttlichen. Ein Gott, der nicht ein Geheimnis ist, ist kein Gott mehr. Das bleibt der Unfassbare. Alles andere, würde ich meinen, leitet sich davon ab oder führt darauf hin, je nachdem von welcher Richtung man das sieht. Und man wird sicher feststellen müssen, dass auch in dem Bereich die Theologie zu wenig zum Tragen gekommen ist im Bereich der konkreten Kirche, also im Bereich der Gemeinden. Und relativ viele Menschen sagen mir, sie würden von mir Theologischeres erwarten, würden von der Kirche insgesamt Theologischeres erwarten, dass die Erkenntnisse der Theologie stärker auch in die Verkündigung der Kirche einfließen würden. Wir dürfen unseren Turm nicht aus den Augen verlieren. Ja, gut. Und eben war dieser markante Satz, wer nicht glaubt, hat heute den Eindruck, ihm fehlt auch nichts. Ja. Auch das sei ein Grund für die Krise der Kirche. Haben wir nicht aber auf der anderen Seite so das Phänomen, dass die Leute, die nicht glauben, sich ihres Nichtglaubens insofern oft unsicher sind, dass sie zur Sicherheit dann Weihnachten und Ostern doch wieder in die Kirche gehen? Das heißt, gibt es eigentlich Zahlen über Menschen, die der Kirche den Rücken gekehrt haben, die gesagt haben, ich zahle keine Steuern mehr, ich trete aus, aber dann Weihnachten und Ostern zumindest doch wiederkommen? Das ist ja schwer zu erfassen, weil wir zählen im katholischen Bereich zweimal im Jahr die Gottesdienstbesucher, in der Corona-Zeit natürlich jetzt häufiger, weil da ja doch mit Namen Präsenzlisten gearbeitet werden muss. Ich habe als junger Pfarrer in Bocholt mal eine Umfrage gemacht, die sehr differenziert war, und daraus konnten wir entnehmen, dass von den aktuell an dem Sonntag vorhandenen Gottesdienstbesuchern wir etwa nur 40% hatten, die jeden Sonntag kamen. Die restlichen 60%
waren seltener da, sodass wir insgesamt nach Hochrechnungen dann über die Gottesdienstschiene, und das ist ja auch nur eine Schiene in der Gemeinde, doch deutlich mehr als 60% der Karteigemeinde erreichen konnten. Es gibt keine, mir zumindest nicht bekannt, keine konkreten Zahlen, ob Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, nicht auch Weihnachten dann wieder zur Kirche finden. Das wäre mir, könnte mir nur recht sein. Wenn sie finden, natürlich kann es mir nicht recht sein, dass jemand, der Serviceleistungen der Kirche in Anspruch nimmt, wenn man das mal so flapsig sagen will, dass dann sich sozusagen erschleicht. Weil auch Kirche sein kostet Geld, und von daher ist das System der Kirchensteuer, das wir bei uns haben und das an die Einkommens- und Lohnsteuer gekoppelt ist, natürlich ein gerechtes System. Wer viel verdient, zahlt viel Steuern. Wer viel Steuern zahlt, zahlt entsprechend mehr Kirchensteuern. Aber bitte noch einmal, Ziel, aber wahrscheinlich ist dir am Schluss auch lieber, dass jemand, der nicht mehr der Kirche angehört, nicht mehr Steuern zahlt, trotzdem gelegentlich zum Gottesdienst geht, als dass er keine Steuern zahlt und fernbleibt. Natürlich. Ich muss jetzt mal gucken, ob jetzt wird's hier schon etwas, na, hier geht's noch. Da geht's noch. Die große Frage ist ja, wie kann man die Kirche so weit modernisieren, dass man wieder Anschluss an sie. Interessanterweise ist ja der Vatikan, der wird oft kritisiert. Dann gibt es die Thriller, in denen aus dem Vatikan irgendwelche Dan Brown, der Da Vinci Code, irgendwelche Intrigen geschürt werden und Leute gemordet werden. Aber das ist ja die älteste Institution der Welt. Es gibt keinen Staat, kein Reich, keine, die ist von der Zeit der Aposteln bis zur Gegenwart, bis zum Internet quasi, verbindet es die Welt. Gibt es eine Idee, es attraktiver zu machen, zum Beispiel Öffnung für Frauen auch im Bereich des Priesteramtes? Wäre das etwas? Die Idee ist ja nicht neu und auch nicht von dir. Nein, das gebe ich zu. Aber natürlich ist aufgrund der Struktur, gerade der katholischen Kirche, dieser Bereich bisher weitestgehend ausgeblendet gewesen, obgleich man sagen muss, dass wesentliche Teile des Gemeindelebens vor Ort tatsächlich von Frauen getragen werden. Insofern wäre es nur konsequent, das auch weiter zu verfolgen. Ich persönlich sehe als ersten Schritt keine theologischen Schwierigkeiten, Frauen zu Diakoninnen zu weihen. Das, weil uns das auch neutestamentlich belegt ist, dass es das gegeben hat. Da wäre etwa der Einfluss, der stärkere Einfluss der Theologie wünschenswert, auch aufs Lehramt, weil die Theologie meines Wissens in ganz überwältigender Mehrheit der Theologen sagt, genau das haben wir in der Apostelgeschichte und in den Briefen von Paulus eben auch, dass da von Diakoninnen die Rede ist. Insgesamt wird es kein Allheilmittel geben, das Kirche attraktiv macht, außer dass Menschen erkennen, das Evangelium, die frohe Botschaft, ist für mich eine tragfähige Grundlage für mein Leben. Und das wird man nur machen können, wenn man suchenden Menschen entgegenkommt, suchende Menschen auf ihrem Suchweg begleitet, wenn man im karitativen Bereich das tut, was der Glaube sagt, Stichwort Nächstenliebe, Stichwort barmherziger Samariter oder was immer auch. Aber das wird nicht gelingen, wenn man das mit einem schielenden Auge sozusagen auf die Gottesdienstbesucherzahlen macht. Also nicht umzu, sondern weil ich das Evangelium als tragfähige Größenordnung vermitteln möchte. Deswegen muss ich Menschen, die auf der Suche sind, und das wird vermutlich überwiegend außerhalb der traditionellen kirchlichen Strukturen sein, deswegen muss ich Menschen, die auf der Suche sind, begleiten. Ein Grund für mich übrigens, nach Berlin zu kommen, weil ich glaube, da gibt es hier mehr als bei uns im Münsterland. Das ist sicherlich richtig. Bitte noch einmal. Bin ich schon wieder dran? Schieben. Ja, unbedingt. Ganz kurz noch die Klarstellung. Diakonie ist keine Weihe. Nicht? Man zur Diakon, als doch, Diakon. Doch. Okay, was ist der Unterschied zwischen Priester und Diakon? Also, das Weiheamt gibt es im Verständnis der katholischen Kirche in drei Stufen. Die erste Stufe ist das Bischofsamt. Das sind
im Moment in der Verfassung der Kirche wirklich fast mittelalterlich zu nennende, omnipotente Menschen, die die Leitung der Kirche innehaben, wobei sie, wenn man es mit staatsrechtlichen Sachen sagt, sowohl Judikative wie Exekutive, was fehlt uns da noch? Legislative. Sind, ja. Und die Priester sind als Helfer dem Bischof zugeordnet. Das heißt, 1983, als ich zum Priester geweiht worden bin, habe ich meinem Bischof und seinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam versprochen. Und er hat versprochen, für mich zu sorgen bis ans Lebensende. Das erlebe ich jetzt ein bisschen anders, aber gut. Und der Diakon ist dann im Grunde die durch das Konzil wiederentdeckte selbstständige Form des Weiheamtes, also die unterste Stufe des Weiheamtes. Früher, also vorm Konzil, war das eine Durchgangsstufe zum Priesteramt hin. Heute gibt es Diakone, die verheiratet sind, die berufstätig sind, die aber auch im Bereich von Kirche berufstätig sind. Aber ich habe einen Diakon gekannt, der war bei der Bank beschäftigt und machte in seiner Freizeit das im amtlichen Auftrag der Kirche, was er halt aufgrund seiner Begabung, seiner Fähigkeiten, seiner Möglichkeiten tun konnte. Wir sind fast am Ende. Bitte noch einmal versuchen zu ziehen. Ich mache es dann auch noch mal. Das war eben so ein Nebensatz nur oder eine Bemerkung in einem Satz. Im Alter sorgt die Kirche nicht so für die Priester, wie man sich das am Anfang vielleicht vorgestellt hat. Müsste man an solchen Stellen die Kirche, quasi das Amt des Priesters, attraktiver machen, damit mehr junge Leute sich für den Weg entscheiden? Im Moment dann mehr junge Männer. Ja, ich habe am Beginn meiner theologischen Laufbahn diese Gedanken noch nicht gab, muss ich gestehen. Je älter ich wurde, umso mehr Gedanken macht man sich. Man hört ja auch von manchen Ehepaaren, die davon träumen, eine Alters-WG aufzumachen, um mit mehreren zusammen zu sein. Das zeigt sich manchmal als Utopie, weil die dann schon 80 sind, bevor sie dann merken, jetzt müsste das eigentlich was sein und dann geht's nicht mehr. Wir sind leider... Ja. Am Ende angekommen. Ganz herzlichen Dank. Bitte schön. Wir ziehen jetzt noch weiter Klötzchen. Du bist dran. Das war Bernhard Lüttke-Möller, in Ruhestand gewechselter Pfarrer aus dem Westfalenland, der gerade nach Berlin gekommen ist, weil er auch meint, hier haben es die Menschen nötiger als in Westfalen, glaube ich ihm sofort. Und jetzt gucken wir mal, ob wir so viel Beistand haben, dass der Turm nicht umkippt. Wir machen jetzt einfach weiter. Vielen Dank, seien Sie bitte am nächsten Donnerstag wieder zählt dabei. Zählt das als Umkippen? Ich weiß nicht genau, ob das als Umkippen zählt. Vielen Dank für den Besuch. Machen wir gleich weiter und irgendwann erzählen wir dann den Zuschauern nächste Woche, ob es umgekippt ist oder nicht. Ja, sehr gut. Guck mal, jetzt geht das aber hier zack, zack, zack. Ruckzuck. Der ist.